Spinne 1-0. Hast du noch nicht getrunken? Nee. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas. Turnier, ja, Sommer. Da hatten wir erstmal ein bisschen 3D-Action und ich bin wieder unterwegs mit Spidey. Ja. 17 Zoll Mittelteil Raven. Puh, anspruchsvoll, wir sind in Bad Kreuznach. Es geht nur bergauf und bergab. Und der Werner, der hier das Turnier leitet. Alter Wettkämpfer, ne? Der macht es uns auch natürlich auch nicht leicht. Ja, aber ist geil. Das ist meine letzte Gelegenheit, noch ein bisschen zum Checken, wie weit bin ich denn eigentlich, ne? Vor dem Urlaub. Und im Herbst wird es ja auch schon wieder ernst. Ne? Also hoffentlich wird es ernst, wenn wir uns da irgendwie für eine größere Meisterschaft qualifiziert haben sollten. Ja? Für alle diejenigen wird es dann wieder ein bisschen, wird es dann nochmal 3D. Wir sind schon und wir sind heute hier, um ein paar Sachen zu machen. Einerseits, ja? Also geil. Bilder von der Landschaft zum Beispiel, aber eben auch mal zu gucken, was passiert bergauf, bergab, weil wir haben hier, man sieht's ja, wir sind ja schon wieder am Hang, ne? Es geht eigentlich gerade in dem Abteil, in dem Stück vom Parcours geht es richtig hoch und runter und das hat natürlich auch wieder seine Eigenarten. Ich liege zum Beispiel bergauf immer links und ich habe auch eine Idee, woran es liegt, kann es aber nicht so richtig ändern. Was man dann machen kann, sehen wir gleich. Geiler Schuss. Was ist 5 Kills? So, Tobias. Wir schießen, jetzt schließen wir mal hier richtig bergauf, bergab. In dem Fall bergauf, der Hammer. So, da oben steht's, das Javelina. Jetzt schauen wir mal, was wir draus machen. Ja! Okay. Steilster Schuss bergab heute des Tages. Wirklich steil. Thomas, du hast Rückenwind. Ja! Wow! Hoffentlich Spider-Bow. Gegen Spinne. Und der Hans hat nicht getroffen. Und der Sache. Ja, das ist gut. Mann, wie schwach. Was ist das denn? Boah. Spinne 1-0. Hast du noch nicht getroffen? Nee. Tja, auch das kommt vor. Tendenziell. Höhe war okay. Richtung. Spider. 2-0. Verdammt. Die Spinne. Die frisst dich gleich. Komm, streng dich an. Auszug, Stand. Und nachhalten. Jawohl, geh doch, Thomas. Supi. Wegtreten. Hans filmt auch erstmal. Das ist nämlich unglaublich, dass man aus. Okay. Ja, sag mal, nicht ganz 30 Meter so eine große Spinne verfehlt, aber es ist möglich. Ja, hier gilt, ne? Nach dem ganzen Bergauf, Bergab, wo man sich hier einen abrödelt und alles mit einberechnet, und dann kommt man hierher und denkt, oh ja, 11 Meter. Ne? Thomas, der Zweite. Gibt keinen einfachen Schuss. Nee, der Dritte. Ne? Keine Rauerpause nach der Spinne, das war eben so deprimierend, aber was wir gerade überlegt haben. Und ich ist, das war ja ein relativ großes Target und es war jetzt nicht übermäßig weit. Und wo die Tendenz, die ich auch gemerkt habe, auch bei meinem, wie lange die Schüsse dauern, ne, beim Zielen und so, das will man dann einfach zu genau machen. Ne? Da muss man auch aufpassen, dass man nicht aus dem Timing kommt und sich irgendwie hier
Einfach weil der Bogen einen da zusammenfaltet, so ganz langsam, nach gefühlten 8 Sekunden. Dass man sich dann den Schuss versaut. Ne? Tag 2, Doppelhander, 2 Flöcke. Das heißt ja, also entweder 2 Flöcke oder 2 Tiere. Man schießt mindestens mal immer 2 verschiedene Positionen auf und dadurch auch andere Winkel, andere Entfernungen und so weiter. Es gibt immer 2 Flöcke, in dem Fall gelb, rot. Und die Wertung ist ein bisschen gestrafft. Gestern war ja 20-16, also für die große Trefferzone in den Blankklassen 20 und für das Körper 16. Heute haben wir 10-5 pro Pfeil, immer 2 Pfeile. Ja, hier wird schon fleißig geschossen. Wir schießen im Prinzip den gleichen Parcours wieder unter ganz neuen Situationen. Ja. So, jetzt hier Situation 2, also wir haben hinten 1-2 Tiere, 1 Flock. Ja, also wir schießen tatsächlich andere Distanzen als gestern. Andere Position, Abschussposition komplett. Also da haben sie sich ja richtig reingehängt und nochmal den Leuten das möglichst schwer gemacht. Ja, oft hat man Turniere eben auch, wo sie 2 Parcours haben. Und hier haben wir es so gelöst, dass der eine Parcours dann so verändert wird, dass man sich tatsächlich wieder neu orientieren muss. Sowohl bei der Frage, wie weit ist es, als auch bei der Frage, wie stehe ich hier, welche Einflüsse kommen noch. Irgendwie auf dem Weg zum zweiten Flock. Diesmal ein Tier. Also, es ist nicht wirklich ein ganz neuer Parcours. Ne? Für alle jenen, die System schießen, Visier schießen und so weiter. Die haben gestern mal gründlich durchgeschätzt. Haben sie richtig geschätzt oder nicht richtig geschätzt, wissen sie nach dem Schießen. Das heißt, heute kommst du hierher und kannst ein bisschen Beziehung herstellen von dem, wie es gestern war. Heute steht alles tendenziell ein bisschen näher. Kann man sich aber gut überlegen, was da war. Wir schießen jetzt gerade. Sehr, sehr großes Target. Das hat uns gestern komplett getäuscht. Das ist da hinten, das zeige ich gleich nochmal. Das sah viel näher aus, als es war. Jetzt kommt der zweite Tag her. Weißt du, ja, auf Achtung, aufgepasst. Ne? Das heißt, jetzt haben wir am zweiten Tag in der Hunter, Doppelhunter-Wertung, 2 Pfeile, 10-5-0-Wertung, haben natürlich diejenigen ein bisschen einen Vorteil, die das Gelände eher so analysieren. Während jetzt jene, die zum Beispiel intuitiv schießen und so, im Prinzip heute komplett neue Bilder bekommen und nicht wirklich aktiv sich erinnern können. Zum Beispiel, wie weit ist es? Was war mit dem? Wo war die Trefferzone eigentlich und so weiter? Da kann man auf den, das ist nicht ganz trivial, kann man auf vielen Tieren nämlich wirklich schlecht sehen, zum Beispiel auf dem nächsten. Ich meine, gut, man kann sich so oft denken, ne, wo es die vielen Punkte gibt. Macht aber dann auch den einen oder anderen Denkfehler. Ja. Schauen wir uns mal an, was ich hier fabriziert habe. Das ist gewesen gestern ein Schuss deutlich über 40, heute knapp drunter. Erster Pfeil drin. Erster drinne, genau. 10. Dann 10 und fertig, ja? Genau, 10. Und der zweite 0. Ja. Und dann habe ich 10, 35. Gut. Okay. So, der Thomas. Ich habe eine 10 und eine 10, 15. 5, ja? Genau. So, ganz da oben. Relativ großes Weißes. Gestern stand er noch ein bisschen weiter. Und hier ist eines meiner Lieblingsthemen, ne? Hang. Es geht bergauf, nicht gigantisch. Wir haben hier vielleicht 10 Grad. Geht nicht jetzt um das Thema, wie viel Entfernung muss ich abziehen und so weiter. Geht eher so um das Thema, klappt bergauf und bergab. Da muss ich sagen, das ist heute so ein bisschen eine der Hauptausaufgaben, die ich mitnehmen werde. Ne? Ich habe bergauf, bergab, also geradeaus ist die Richtung immer tippitoppi. Ne? Bergauf, bergab bin ich immer seitlich. Ne? Die Höhe. Ja, hier richtig eingeschätzt da oben, ist alles gut gelaufen. Aber mir fallen diese Bergaufschlüsse schwer. Und zwar auch egal, ob es steil ist oder nur ein bisschen. Ja. Nachher. Also wir haben jetzt hier ganz steil bergab. Nee, ne? Gleicher Schuss wie gestern. Nee, passt schon. Das Thema hier habe ich jetzt weniger wie bergauf.
dass ich dann nicht so weit genug ausziehe und die Pfeile dann durch das Schweifpferd nicht an. Das Problem, was wir hier haben, ist eigentlich, dass man so eine krasse Haltung nach unten macht, dass die Auszuglänge vielleicht ein bisschen länger wird sogar, wenn sich das so verschiebt. Ja, der Bogen, wenn ich ihn runterlasse, einfach geht er von mir weg. Und ich ziehe ein bisschen weiter hinter. Das heißt auch hier, ich werde jetzt mal diese Abknicktechnik probieren an der Hüfte hier. Auf ein allgemeines Rezept würde ich das aber nicht machen. Ja. Ja, das ist nochmal ein Gefühl kriegt, wie steil das hier wirklich ist. Wir laufen jetzt die ganze Zeit Treppen runter, ne? Hier zu den Targets. Weil es ist natürlich immer in der Kamera schwer, einzufangen, wie tief das da runter geht. Die Schüsse, die waren jetzt in dem Sinne nicht irre weit, aber irre steil. Ja. Gut, jetzt haben wir einen steilen Schuss gemacht. Und wie man sieht, sind wir alle so ein bisschen nach rechts abgekommen. Es gibt zwei Effekte, ne? Jürgen schießt ja mit dem Compound, da hast du 16. Nur einen. Ne? Der erste Effekt ist, jedes Ziel von solchen Zielen, die so steil sind, die an so einem Hang stehen und so weiter, immer haben sie eine gewisse Tendenz, dass sie die Treffer irgendwo hinziehen. Ne? Das gibt es. Das ist halt 3D. Aber das andere beim Recurve-Schießen ist eben die Frage, wie ziehe ich bergauf und bergab aus? Ziehe ich da genauso weit aus, wie wenn ich geradeaus schieße? Und wenn das nicht so ist, bei mir ist es zum Beispiel so, ich schieße bergauf ja immer so tendenziell ein bisschen nach links von mir ausgesehen, als wären die Pfeile zu hart. Und das kommt daher, dass ich bergauf nicht so weit ausziehe. Ich komme nicht so in meinen Auszug rein, da fehlt 1-2 cm, das ist so. Ja, muss man dann irgendwie mit einberechnen. Und bergab ist es andersrum, ne? Da dreht man sich nach vorne. Aber wird alles ein bisschen länger tatsächlich. Man zieht den Bogen weiter aus, hat mehr Zuggewicht. Pfeile reagieren dann ein bisschen weich. Und dann hast du halt verschiedene Rechts-Links-Abweichungen, bergauf, bergab. Das muss man merken, dann müssen wir mal irgendwie gucken, müssen wir mal im Blick behalten, was man da machen kann. Ja. So. Abschluss mit Presse. Ah ja, ich komme sofort. Wir machen noch ein Bild. Die lokale Tageszeitung ist hier und will das Sportevent des Jahres natürlich aufnehmen. Schießen bin ich fertig. Zwei Tage jetzt, heute Doppelhand, aber lief gut. Ergebnisse sehen wir gleich und dann gibt es ein kurzes Fazit. Ein bisschen off-topic, ne? Genau, haben wir noch dem Jürgen sein Compound eingestellt, neue Pfeilauflage, neue Pfeile, den Pfeilflug zu korrigieren letzten Endes. Pfeile fliegen 1A, jetzt wollen wir noch mal wissen, ob die Geschwindigkeit passt. Bereit, wenn Sie es sind. .292, habe ich gesagt. Geil. Das habe ich schon gehört. Das höre ich. Ne? Ja, kaum hat mein Messgerät rausgeholt, hat man gleich einen Haufen Menschen mit Bedarf. Okay. Ich hoffe, ich bin bereit. .168. Echt? Mit wie viel Grain Pfeile? 600? Der hat 570 Grain. 570 Grain. Schwer. Dafür ist die Geschwindigkeit aber nicht schlecht. Nochmal ein. Bestätigen. 1,69. Passt. Gesamtwertung bin ich jetzt auf dem zweiten gelandet, letzter Tag. Also die Doppelhunter liegt mir einfach. Wir haben ja auch gesagt, woran das liegt. Ne? Wir als Systemschützen haben am zweiten Tag einfach so ein bisschen eine Ahnung, was am ersten Tag nicht gelaufen ist. Jürgen, hier gekämpft. Ne? Ja, super. Was ist denn dein Fazit so von dem Sommerintermezzo in Bad Kreuznach, Jürgen? Oh, super gestellt, Wahnsinnsparcours. Wir haben das Letzte aus dem Parcours rausgeholt. Geile Hochschüsse, geile Tiefschüsse, steile Bergabschüsse, der Oberknaller. Das Turnier war richtig geil. Ja, also anspruchsvoll war es auf jeden Fall. Ja. Mein Fazit, ein bisschen mit Material müssen wir mal ein paar Sachen überlegen. Ich habe jetzt dann meinen ganzen Ablauf umgestellt gehabt vorher und ziehe jetzt relativ weit aus und merke, dass unser Mr. Spider-Egger, der Christian, doch recht hatte. Vielleicht mit einem bisschen längeren Bogen wäre ich jetzt dann doch besser bedient. Ein paar Sachen, gerade wenn es bergauf und abgeht, wird dann so ein kurzer Bogen
Da fehlt dann so, das wird dann nicht so richtig bequem mit dem, ne? Das habe ich gemerkt. Und das ist auch nicht auszugleichen. Schießen von der Technik her läuft eigentlich gut. Und Pfeile, mal gucken. Ne? Aber so als Zwischenstand, glaube ich, wenn ich mal jetzt wie gestern so einen Tag hier mal richtig schießen konnte, dann bin ich dann einen Tag drauf auch, dann kenne ich auch die Sachen, die ich noch, wo ich noch dran denken muss, bevor es, ne, dass man nicht daneben schießt. Deswegen lief der zweite Tag bei mir auch super gut. Der erste Tag, da lief einfach, das lief einfach nicht so gut, aber das ist eben auch so. Und da, genau deswegen waren wir hier, um so Sachen rauszufinden. Genau. Ja. Ich würde mich freuen, ihr habt auch ein paar Sachen mitgenommen. Ja. Ein bisschen was erklärt haben wir ja doch, vor allem ein paar schöne Bilder gemacht. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Filme wieder. Ciao.